Amdirs Niederlage hat den Schwarzwolz das Genick gebrochen. Doch noch immer sind nicht alle Teile des Rätsels gelöst. Oh mein Gott. Die Niederlage der Schwarzwolz. So, wir sind mit Banward Unterberg unterwegs. Was hat er denn? Meine Güte. Hier ist es still wie in einer Gruft. Ich wünschte, wir könnten sagen, alles sei friedlich. Ja, aber scheint wohl nicht damit getan. Und ich soll ihm folgen und ihn verteidigen. Das machen wir doch. Hier könnte jetzt alles Mögliche leben. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, was lebt denn hier jetzt? Aber er scheint den Weg zu wissen, wie es aussieht. Oh, oder auch nicht. Und die sind Level 14. Alter. Hallo? Machst du mal bitte eine Attacke hier? Hatte ich ja nicht gedacht, dass die schon so hoch im Level sind, die Viecher, auf die ich hier treffe. Anzahl der Mückenwasserbesiegten Zierpakierpa 1 von 8. 2 von 8. Ist das jetzt, gehört das jetzt zu der Instanz? Oder ist das einfach eine irgendwas anderes? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich könnte schwören, da gab es auch eine Tugend für. Oder eine Tat? Eine Tat. Keine Tugend, Quatsch. Nämlich Zierpakierpa, genau. Wie viel haben wir jetzt? 4 von 30. Ja, das ist ja ein Traum. Was für entsetzliche Geschöpfe. Ja, da sagst du was. Die armen Zierpakierpa, weißt du, die können auch nichts dafür. Lass uns mal weitergehen hier. Da sind noch mehr. Die machen auch noch platt. Ja, kommt her. Wir kriegen euch. Komm, ich bin ihr Tank. Ihr müsst beide mich angreifen. Ich halte sowieso mehr aus als der Typ da. 5 von 8 und 6 von 8. So. So langsam müsste es... Jetzt dürften eigentlich nur zwei Stück kommen. Oh. Da sind sie auch schon. Diese kleinen Zirperkirper. Der Name alleine schon. Zirperkirper, wenn jetzt nicht so weit aus. Und komm, töte ihn. Jawohl. Eine Zinnmünze. Yay. War keine gute Idee, warum nicht? Was kommt jetzt? Lass uns weitergehen. Gehen wir mal weiter. Oh, das sieht jetzt aber... Wo zum Henker sind wir jetzt gelandet? Ach du Kacke. Was war denn hier los? Hier war ja richtig die Party. Party! Hier war ja mal die totale Party. Schildhieb und... Dich kriegen wir auch noch. Krach, bumm. Ich hoffe, das war der letzte. Da hinten sind Skorgrim. Tür. Den wollte ich nicht. Schwarzbold. Anführer. Oh oh. Grimhand. Ruhe. Ich sehe da vorne etwas. Ich kann gar nicht leise laufen. Oh. Niemals. Oh oh. Oh oh. Was? Eindringlinge? Hallo? Wie hat der uns gesehen? Und gegen den, gegen Skorgrim, will ich überhaupt nicht kämpfen. Oh, Kacke. Crap. Komm her. Hallo, ich habe gerade Aggro gezogen, du verdammter. Na, geht doch. Abtrünniger, so so. Du dicker Zwerg, ich mach dich alle. Verdammte Grimhans. Na komm. Jawohl. Ja, wir haben ihn beschützt. Und jetzt? Und wer ist er? Hallo, warum rennt der denn hinter dem... Hallo, bist du doof? Renn doch nicht hinter dem... Bist du ein bisschen blöd? Also, der hat eine Quest für uns. Redet mit dem Räuber. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Aha, aha, aha. Ja, klar, wir hätten einen Moment früher. Hm? Okay, okay. Sie wollten nichts mehr mit Angmar zu tun haben, aber das fand Angmar wohl nicht so gut. Naja. Und Skorgrim? Okay. Sterb einfach mal. So, mitten. Oh mein Gott, Ratte! War tatsächlich eine Ratte. Geile Nummer.
Und eine Fledermaus. Oh, nee, ist immer noch die Ratte. War gar keine Fledermaus. So, Bannwart Unterberg. Pa! Ja, du kannst einfach nicht schnell genug laufen. So, der mysteriöse Zwerg. Den haben wir schon mehrfach gesehen, ne? Die Schwarzwolds sind wirklich am Ende. Ja, das sieht so aus. Überbringt die Nachricht eurem Waldläuferfreund in Bree, also Aragorn. Ach, das war's schon. Das war alles. Gibt's hier nicht noch irgendwas zu gucken? Hier ist ja nett. Naja, hier möchte man aber auch nicht unten landen. Das ist nicht so geil. So, jetzt reisen. Die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgerieben. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bree erwarten ihn große Gefahren. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgûl finden. Okay. Gut, dass wir wissen, dass es einigermaßen gut ausgeht. Oder eher gerade eben noch gut ausgeht. Wie ist das Wertebefinden? So, gute Arbeit. Ja, mit den Schwarzwolds war es dann wohl jetzt. Und wir bekommen dafür auch coole Items, die leider nicht so gut sind wie unsere, die wir selber gemacht haben. Auch wenn die wahrscheinlich ganz nett aussehen. Es geht. Ein 11,8. Ja, unsere Keule ist besser. Schade. Beinlinge ist auch besser. 1,72, 2,15 und ja. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Und jetzt müssen wir was tun? Sprecht mit Streicher. Im tänzelnden Pony. Natürlich. Ach, scheiße. Ich dachte, ich müsste hinlaufen. Das ging jetzt schnell. Der macht sogar die Tür für mich auf. Haha. Okay. Das war jetzt, hatte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Naja, gehen wir Streicher mal besuchen. Machen wir schon lange nicht mehr. Da ist er doch. Du wagst es nicht, warum nicht? Wir müssen schnell handeln. Ich brauche eure Hilfe. Was, in Wahrheit, in Wirklichkeit sind es 9? Oh, da sind noch andere 4, das ist nicht gut. Mit Lenglin sprechen. Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft. Aha, aha, aha. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bockland-Tors und hat vielleicht etwas gesehen. Ihr müsst euch beeilen. Okay, wo sind die anderen Reiter? Das heißt, wir müssen nach Bockland. Hallo? So, geht doch. Und mit Lenglin sprechen. Ja, das werden wir auch tun. Allerdings ist das, meine ich. Ja, das war jetzt super. Wir gucken gleich. Moment. Jetzt gehen wir zum Barbier. Nö, brauchen wir nicht, ne? So, das ist nämlich. Da, ganz hinten. Da laufe ich jetzt nämlich nicht hin, weil wir nämlich hier in der Gegend noch eine Milliarde Quests haben, die ich alle erstmal machen will. Das heißt, Wächter wird angelassen, Epos wird erstmal zurückgestellt, bis wir in die Gegend kommen. Und wir machen wieder 5 Stück an. Und welches ist am nächsten dran? Schauen wir mal. Das Schild gegen die Not, dann nach Stadel und dann da unten mehr nach Osten, südlicher Chetwald. Da gehen wir doch mal hin. Toben wir uns jetzt mal aus, dann reiten wir mal da runter. Und dann holen wir uns da mal ein paar Sachen. Also so langsam, wenn wir die ganzen. Ich werde auch keine. Also jetzt haben wir erstmal genug Low-Level-Quests gemacht. Jetzt kommen auch mal wieder ein paar Quests, die tatsächlich dann XP bringen. Also ich leider nicht großartig, oder? 36, 4 Stück kann ich machen. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wartet mal. Lasst mich mal gucken. Habe ich irgendwas schon 10 Stück? Ah, das sind 9. 12 sind zerbrochene Beile. Zerbrochene Beile. Ha! Bam. Wo kann man die abgeben? Keine Ahnung wo. Ist natürlich auch super.
Was haben wir noch? 9-mal abgenutzte Schwertscheiden. Nehmen wir auch mal an. So, reichen erstmal 2. Ja. Jetzt ist die Frage, wo wir die abgeben tun. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wer ist er denn? Ein Spielleiter? Bitte was? Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Englische Items? Jubiläumsmünze. Ach, guck mal, der hat andere Sachen. Cool, guck mal. Wieso habe ich den vorher noch nicht gesehen? Zierwerk hat der. Wie heißt das denn? Na, haha, okay, der ist crap. Ach du Scheiße, was ist das denn? Umhang der 5. Jahreszeit. Der sieht geil aus. 10 Stück. Nee. Tortenfigur. Nee, will ich auch nicht haben. Das ist auch crap. Geil ist das denn? Feuerwerks-Kapuzenumhang. Kapuzenloser. Seidenkleid. Ach nein. Seidenrobe. Ach nein, guckt mal, wie geil ist das denn? Dann passe ich zu meinem Pferd. Ist ja super. Windmühle. Achso, das ist für ein Haus. Geheimnisvolles Pulver. Karte der Mauern von Moria. Boah, kacke, jetzt muss ich ja doch noch welche holen. Scheiße, ich will diese Robe haben. Beziehungsweise, ja doch, diese oder das Kleid. Das beißt das gleiche, ne? Robe oder Kleid? Ja, die Robe ist besser. Ich brauche noch 2 Stück. Ich habe ja noch 2. Okay, okay, okay. Sorry, ich muss jetzt... Das ist auch ein geiles Pferd und was für geile Klamotten die anhat. Level 85. Coole Nummer. Geiles Outfit, geiles Outfit. So, wir machen die ganz schnelle Quest. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Die mit den komischen Umschlägen, weil die geht flott. Die haben wir ganz schnell gemacht. Oh, guck mal. Ey, die hat eine Ziege. Wie toll ist das denn? Ich will auch so eine Ziege. Wieso haben alle so Ziegen und ich nicht? Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Irgendwo bei irgendwo wird es die mal gegeben haben, diese Ziegen. Und ich gehöre nicht zu den Glücklichen, die sie besitzen. Ah, da komme ich eh nicht dran. Das war diese Buggy. Dieser Buggy-Umschlag oder so. Ach, Mist. Zu weit weg, am Arsch, zu weit weg. So, jetzt aber. Ach, crap. So, haben wir sie doch? Haben wir sie? Ja, haben wir. Okay, das kann auch mal alles weg. Händlertor, hier ist einer. Komm. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen flott. Ich würde ja das sagen, komm, das machen wir morgen, aber... Morgen gibt es die Sachen nicht mehr. Dann ist das nämlich auf einmal weg. Okay, 1. Crap. 2. Na, immerhin. 2 haben wir. Hinten ist noch einer, der da so rumfliegt. Da ist auch noch einer, den holen wir uns auch noch. Die 6 Stück da zu finden, das geht ja relativ flott. Jawohl. 8,4 schon. Wir haben hier in jedem bisher einen drin gehabt, das ist ja Glück. Gar nicht gedacht. Da fliegt auch noch einer. Hier fliegt doch irgendwo noch einer rum in diesem Garten. Viele Umschläge überall in der Stadt rumliegen. Ein Aufwand ist da, das wieder auszupatchen. Oh, 5, so. Irgendwo war gerade noch einer. Hier flog doch gerade einer rum. Meine ich. Hm. Wieso habe ich eigentlich überhaupt keine Stands an? Was soll denn das?
Okay, ich laufe mal wieder Richtung Questgeber, dann muss ich den nicht so weit zurücklaufen, den Weg. So. Und war das, ist das der sechste? Jawohl. Damit ist sie unser. Schnell aufsetzen. Komm. Warum habe ich den Typ eigentlich vorher noch nicht gesehen? Aber der war auch irgendwie nicht da, ne? Und warum hat der englische Items? Da ist doch irgendein Berg. Also irgendwie kann er doch nicht richtig sein. Irgendwas ist er doch falsch. Muss doch irgendein Fehler oder so sein.